Zwischenstopp in Düsseldorf. Gestern haben wir die Nacht in der Absteige ganz gut rumgebracht. Sind jetzt hier in Irland angekommen, stehen an so einem ersten Stopp. Lough Tay, irgend so ein Loch mit Wasser drin. Balu hat sich in so einem Renault Fluence schon mit dem Rechtsverkehr vertraut gemacht. Und jetzt schauen wir, dass wir über die irischen Straßen weiterkommen zu unserem ersten Stopp in Kilkenny. Mega sportlichen Renault Fluence genossen haben, sind wir abends in Kilkenny angekommen, haben unser erstes Bed and Breakfast bezogen und haben abends den St. Patrick's Day gefeiert, Riesenparty. Heute Morgen cooles Frühstück und ab ging's zu Rock of Cashel hier im Hintergrund. Tolle Landschaft, Kirchen drumherum, atemberaubend und jetzt geht's weiter. Sind wir nach dem Rock of Cashel zum Blarney Castle in der Nähe von Cork gefahren, haben da den wunderschönen Garten angeguckt. Das Castle selber war ein bisschen enttäuschend. Sind dann abends dem Sonnenuntergang entgegengefahren, haben den natürlich verpasst. Sind weitergefahren zum Edencrest Bed and Breakfast, haben da mäßig gut zu Abend gegessen. Das Bed and Breakfast selber war aber der Wahnsinn. Hatten sogar den eigenen Whirlpool im Zimmer. Haben dann unseren schwulen Moment gehabt, abends im Bett mit nur einer Bettdecke. Heute Morgen sind wir jetzt hier zum Killarney National Park gefahren. Allein die Fahrerei durch den Park ist schon sehr abenteuerlich. Jetzt stehen wir hier vor dem Macross House, gucken uns den Park ein bisschen an und heute Abend geht es dann weiter zum Healy Pass. Shadow to my light, did you feel us?
Nach dem Killarney National Park haben wir gestern noch eine mega coole Straße gefunden, den Gap of Dunloo. Eine riesen Bergstraße mit ultra Aussicht, schönem Bergsee, ein mega cooles Mittagessen gab es in 25 Meter Höhe. Danach sind wir zum Healy Pass, wollten da den Sonnenuntergang betrachten, der gestern von Wolken leider verhangen war. Mussten dann leider abends unsere Unterkunft noch wechseln, haben dann in der neuen Unterkunft gut genächtigt und sind heute Morgen jetzt auf dem Ring of Kerry und befinden uns hier bei Sunshine gemütlich am Sandstrand. Schnauze voll, die Köpfe sind leer, sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz, ertränken Sorgen und Probleme in einem Becher voll Wein, mit einem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts Besseres ein. Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren, haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen, lassen alles stehen und liegen für mehr Asche und Staub. Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf. Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie. Nachdem wir gestern den Ring of Kerry noch beendet haben, sind wir noch die Dingerhalbinsel abgefahren und dann abends in Tralee geschlafen, dort ein ordentlich großes Sirloin Steak gegessen. Und morgen haben wir uns dann wieder frühzeitig auf den Weg gemacht, sind mit der Fähre nach Tarbert übergesetzt, in den Wild Atlantic Highway Richtung Norden gefahren. Wir stehen jetzt hier an den Cliffs of Moher. Das Wetter ist nicht so schön, ein bisschen bewölkt und ziemlich windig, aber der Ausblick entschädigt dafür. Und jetzt geht's weiter nach Galway. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben wie ein Astronaut. Nachdem wir gestern die Cliffs of Moher hinter uns gelassen haben und abends noch nach Galway gefahren sind, dort gut Abend gegessen haben, billig gegessen und getrunken haben, haben wir die Nacht in Galway verbracht, sind heute Morgen zur Calmare Abbey gefahren, haben das Schloss angeschaut und sind jetzt auf dem Rückweg nach Dublin. An Weihnachten hat es hier mal geregnet, seitdem ist auch die Straße überflutet, deswegen suchen wir uns jetzt eine neue Strecke und fahren dann weiter. Wir haben dann gestern noch einen Weg um die überflutete Straße herumgefunden, haben es erfolgreich nach Dublin geschafft, waren gestern was essen und haben die verschiedenen Pubs der Innenstadt ausprobiert und den Abend dann in einer Whisky-Bar ausklingen lassen. Heute Morgen wollten wir euch noch Dublin anschauen, aber die Stadt war eher so eine Enttäuschung. Wir haben hier ziemlich viele komische Läden. Damen und Herren laufen alle in Jogginghosen und in Leggings rum, war eher so eine Enttäuschung. Deswegen sind wir jetzt aus der Stadt rausgefahren und machen einen kleinen Spaziergang an der Küste entlang, bevor wir danach unseren treuen Begleiter und Weggefährten, den Benno Fluens, wieder abgeben müssen und uns auf den Heimflug.